Excelsior Held von Tyria. Hier ist wieder Homegirl mit einem neuen Einsteigerguide. Heute schauen wir uns den Kondi-Wächter an. Das Bild dazu findest du in der Videobeschreibung. Der Kondi-Wächter kann soliden Schaden auf eine Reichweite von 1200 machen. Daher kann er seinen Schaden sehr effektiv am Gegner anbringen. Dadurch, dass er als Hauptzustandsschadensquelle Brennen verwendet, hat er auch einen recht vernünftigen Burst. Schauen wir uns die Rotation etwas genauer an. Schauen wir uns die Rotation etwas genauer an. Priorität Nummer 1 ist, dass wir die F1 immer auf Cooldown halten. Als nächstes wollen wir, wann immer möglich, Fackel 4 auf den Gegner schmeißen. Wenn wir es einmal aktivieren, pulsiert es um uns herum als Brennen. Wenn wir es ein zweites Mal drücken, werfen wir die Fackel auf den Gegner. In bestimmten Intervallen wird, wann immer ihr crittet, also kritische Treffer landet, Fackel 4 erneut aktiviert. Das passiert durch den Trade strahlendes Feuer. Ihr könnt also zwei Ladungen der Fackel haben. Wenn ihr am Anfang Fackel 4 manuell aktiviert, werdet ihr bei eurem nächsten kritischen Treffer eine zweite Aufladung bekommen und könnt die Fackel direkt zweimal auf den Gegner schmeißen. Zu guter Letzt versuchen wir immer, Zepter 2 auf Cooldown zu halten. Fassen wir zusammen. Wir halten die F1 auf Cooldown. Wir drücken, wann immer möglich, Fackel 4, um die Fackel aktiv auf den Gegner zu werfen. Wir halten immer reinigende Flammen auf Cooldown. Und wir halten Zepter 2 auf Cooldown. Die komplette Rotation siehst du jetzt. Desperado, sitting in a old Monte Carlo. A man whose heart is hollow. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here and you will leave me behind. I know you won't, cause we share common interests. You need me there, ain't no leaving me behind. Never know, no, just one out of here, yeah. Once I'm gone, ain't no going back. If you want, we could be the runaways, running from any side of love, yeah, yeah. There ain't nothing here for me. There ain't nothing here for me. Sitting in a old Monte Carlo. We both had a hot spot. Take it easy. I'm not trying to go against it. I can be at home or picture. Gotta get up out of here. You will leave me by. I know you won't, cause we share common interest. You need me there, ain't no leaving me by. Falls ihr CC am Gegner machen müsst, könnt ihr eure Elite verwenden. Außerdem könnt ihr Siegel des Ruins verwenden. Beide schlagen den Gegner nieder. Ihr könnt außerdem Zepter 3 verwenden, um Gegner zu immobilisieren,
was sie entweder an der Stelle hält oder als Soft-CC für Trotzleisten gilt. Wenn ihr Heilung benötigt, drückt euren Heilskill und werdet 6 Sekunden lang für 33% des Schadens, den ihr zufügt, geheilt. Ihr könnt damit auch beispielsweise bei Gorseball sehr hohen eingehenden Schaden überheilen. Wenn Gorseball in seiner Trommelphase ist, werdet ihr um einen Prozentsatz des Schadens, den ihr ihm zufügt, selber geschädigt. Mit Litanei des Zorns könnt ihr diesen Schaden direkt gegenheilen. Ihr könnt auch Siegel des Ruins austauschen, gegen zum Beispiel Bleibt standhaft, um 5 Gruppenmitgliedern Stabilität zu verleihen. Ihr könnt auch Blocks an eure Gruppe geben mit Vorwärts. Beides ist abhängig vom Raid-Boss sehr sinnvoll. Außerdem ist es möglich, Wand der Reflexion mitzunehmen, um eingehende Geschosse zu reflektieren. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video etwas weiterhelfen. Falls noch Fragen offen sind, melde dich in-game bei mir, schreibe dazu an homegrow.4365 oder an Svetlana. Und vielleicht sehen wir uns dann bald in Fraktalen oder Raids.